Was brauche ich davon? Ein Flashlight habe ich schon. Habe ich schon 3 Makarov und noch eine 45er, die nehme ich. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Wie sieht's hier hinten aus? Noch mehr Schrot. Und was zu trinken. Junge, Ja, super. endlich. Aber wenn wir einen Eimer finden, können wir uns auch selber zu trinken holen, glaube ich. Okay, hier schießt irgendwas. Die scheinen hier auch in die Häuser rein zu wollen. Hier Was ist drüben muss das? ich rein. Hat sich jetzt verändert, das check ich nicht. Ach, der Rucksack ist einfach nur jetzt in Tarnfarben, okay. Hast du, was für einen Rucksack hast du denn gefunden? Einen größeren auch? Tschechischen, nee, ist genauso groß wie der andere, aber der ist jetzt Tarnfarbe. So, das ist die Brücke. Das heißt, ich muss noch ein Ah, komm ordentliches schon. Stück nach da. Okay. Da hinten steht ein Auto. Kann ich das Und hier, benutzen? es liegt hier wieder der andere Rucksack. Alice Pack. Ist der jetzt größer oder nicht größer? Okay, der sieht größer aus, aber ist er anscheinend nicht. Also eigentlich ist es egal, welchen von beiden ich nehme. Ich lasse jetzt den Alice Pack einfach an. Der sieht größer aus. Da hinten ist die Kirche. Und noch ein Schuppen, schon mal cool. Was gibt's denn hier Nettes? Da liegt doch bestimmt irgendwas, oder? Nee. Scheiße. Satz mit X. Verkackt. Richtig krass, ich sehe einfach gar keine Zombies mehr. Ja, doch, ich schon. Ne, hier, der Chano ist gerade einfach vollkommen leer gefegt von Zombies. Hier ist nichts mehr. Aber gar keine mehr. Da hinten läuft wieder einer. Ich gehe jetzt erstmal in die Kirche rein. Was liegt hier? Wieder hier. Ah, Scheiße. Wieder nur unnütze Kacke. Das ist doch scheiße. Aber der Hubschrauber kommt wieder. Also ich loote jetzt Prigorodki. Gucken, ob wir da irgendwas Interessantes finden. Da sind 3 Gebäude. Da muss Prigo was? Prigorodski, das ist Prigorodki, das ist Ach nordwestlich. so, ja, da warst du doch eben Nee, schon, nee, oder da bin nicht? ich jetzt erst. Ich habe einen großen Bogen gemacht. Da fliegt ein Hubschrauber genau auf mich zu. Oh. Fuck, man, ich habe wieder die Aufmerksamkeit von einem Zombie. Scheiße. Können die nicht für den Hubschrauber interessieren, einfach?
renne jetzt einfach lang. Wo lang? Was ist das für ein Rucksack oder dieser tschechische? Hier ist ein Herd, kann man aber nicht benutzen. Ich habe noch zwei Soda-Cans gefunden. Ja, nice. Ich habe noch eine Coke und eine Soda-Can, also von daher läuft's noch. Oh krass! Hier ist auch nochmal viel, wenn das nicht alles leer ist. Ich habe noch mehr Munition für mein Gewehr gefunden. Okay, also ich habe eine Bandage gefunden. Ich habe auch zwei Bandagen. Eine Bandage, Empty Whiskey Bottle. Ein Kompass, yeah. Nice. Okay, ich habe zwei Bandagen gefunden. Das ist natürlich ultra nice. Dafür muss ich allerdings jetzt ein bisschen Munition hergeben, aber ist jetzt erstmal Wurst. Magnum habe ich ja sowieso noch nicht, von daher. Na, Nägel habe ich gefunden. Nägel? Wofür brauchst du denn Nägel? Weiß ich auch noch nicht. Und da drüben ist auch noch irgendwas krasses. Oh oh. Jetzt habe ich mir fast die Beine gebrochen. Oh. Ist runtergefallen? Ja. Oh 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 oh, scheiße, ich werde jetzt verfolgt ohne Ende. Oh nein, da war ja gar nichts. Das war nur die Spiegelung vom Fenster. Tja, dachte ich, da wäre mehr zu holen. Can you blood back me? Und die Wichser rennen mir immer noch hinterher. Erstmal hier ins Haus rein. Was ist das denn? Was ist das? Eine Map! Jawohl! Ja, super. Optimal. Oh fuck, aber jetzt bin ich hier im Haus gefangen, so wie es aussieht. Ich glaube, ich muss die hier alle nochmal loswerden. Ah, nee. Ich bin sie schon losgeworden, die sind hier. Kann man die Axt nehmen? Nee, scheiße. Nein, ich bin in einem Grundstück gefangen, hier ist überall Zaun und ich komme hier gerade nicht raus. Da kann ich auch nicht raus, dann muss ich wohl durch den Haupt. Das Haupttor da. Es hat nicht geklappt, wie ich wollte, dann muss ich das Ganze nochmal machen. Was denn? Ich hing hier gerade. Ich wollte, dass die Zombies mir hinterherlaufen. Warum das denn? Bist du verrückt oder was? Ja, dann gehe ich ins Haus rein und dann hören die auf, mir hinterher zu laufen. Okay, hier ist Benzin. Aber ich habe nicht genug Platz und wir brauchen ja gerade auch nicht wirklich Benzin, würde ich mal sagen. Bin sie losgeworden. Wieso kann ich denn hier das Tor nicht aufmachen? Was ist das für ein Schwachsinn? Hab ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen nur... Ah, da ist noch ein Tor. Dich kann ich ja wohl aufmachen, oder? Ja. Jawohl. Dann wollen wir wieder nach Tscherno rein. Jetzt gerade habe ich irgendwie so einen Lauf. Jetzt gerade geht's. Noch. Das Haus da vorne sieht doch begehbar aus. Ja, das sind diese braunen Blockhütten mit dem vorstehenden Eingang. Die kannst du meistens besuchen. Hallo, besuche mich. Nimm meine Sachen mit. Ah, das ist der scheiß Bahnhof, ne? Der ist leer. Ah, da ist nichts drin. Ah, doch, jetzt auf einmal wieder doch. Ja, manchmal spawnen da halt neue Sachen. Ich bin hier in Prigorodki auch gleich durch. Hast du was? Patrol Pack, warte. Ne? Denk dran, du kannst auch Tiere jagen. Ja. Ich habe jetzt ein Patrol Pack. Ich gucke jetzt mal back, ob das der größer ist. Ich weiß nicht. Achso, ja. Ne, genauso groß wie vorher. Scheiße. Das ändert sich einfach nichts an der Größe. Aber hier liegen noch Sachen rum. Oh, ein Revolver! Warte.
Take Revolver, jawoll. Ja, hast du Munition auch dafür? Ja, die 44er Magnum habe ich auch die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt. Ja, ich habe da extra die ganze Munition ständig für Magnum-Kacke rausgeworfen. Was ist das jetzt hier für ein Rucksack? Klar, der kann natürlich nicht gebückt in ein Haus reinlaufen. Wie behindert ist das denn? Hä? Und jetzt sind hier wieder nur diese hässlichen Fackeln, Mann. Ich will diese Road Flares nicht, Mann. Stirb an AIDS, Alter. Hä? Was war da gerade für eine Option? Achso, Rap and Revolver kann ich auswählen. Erstmal nachladen. Okay, cool. Das hilft mir aber trotzdem nicht weiter, weil ich. Naja, egal, erstmal raus hier. Ich habe noch keinen einzigen Schuss von mir gegeben. Ah doch, klar, eben als ich vom Heli abgeholt worden bin, habe ich ein bisschen rumgeballert. So, ich laufe jetzt Richtung Tscherno. Ja, ich bin immer noch hier in Tscherno, ein bisschen am Lücken. Ich hab auch einen Zombie im Schlepptau. Ja, dann lass den mal schön da. Ich habe nämlich gerade ultra auf die zombiefreie Zone entdeckt. Hier ist einfach gar kein Zombie, richtig nice. Und wenn da mal einer ist. Oh, ich bekomme Hunger, aber ich habe nichts zu phrasen. Ich war auch schon wieder der Hubschrauber. Es kann auch sein, dass einfach die ganze Zeit die Fritzen im Hubschrauber die Zombies für mich töten. So, bitte lass hier was zu essen sein. Natürlich nicht. Wie so oft. Also ich bin hier im Industriegebiet von Tscherno. Ich weiß irgendwie nicht so richtig, wo ich gerade bin. Ich versuche gerade irgendwie einen Raum zu finden, in dem ich den Typen loswerde. Ah, hier kann ich rein. Geil. Das sieht auch schon mal nach einer fetten Lagerhalle aus hier. Das ist doch immer schön. Jawoll, was ist das denn hier? Tech Toolbox! Ja, optimal, nimm die mit, super. Geil. Das ist doch mal geil. Oh, der hat mich getroffen, besser. Der Luchador. Luchador, genau. Der Lucha. Ich würde mal sagen, ich muss hier hoch. Das ist jetzt natürlich ziemlich cool. Ich kann jetzt hier einmal rumlaufen und gucken, ob ich da irgendwas Interessantes entdecke. Ah ne, kann ich doch nicht. Oder? Boah! Jetzt wäre ich fast hier runtergefallen. Oh fuck, ich glaube, ich muss hier kriechen, weil die Steuerung in den Gebäuden immer so mega hakt. Alter. Oh, wie diese Zombies hier hinter mir einfach abfacken, ne? Was ist das? Take was? Scrap Metal? Was ist Scrap Metal? Na egal, schon mal interessant zu wissen, dass hier Scrap Metal rumliegt. Aber ich habe nicht genug Platz im Inventar. Alter, diese Steuerung im Gebäude, die ist echt das Letzte vom Letzten. Ja, teilweise schon. Was liegt hier? Eine Axt! Okay, ich habe auch noch eine Axt gefunden. Alter, ich finde jetzt gerade ultra die nice Sachen. Jetzt darf ich auf jeden Fall nicht drauf gehen. Definitiv nicht. Komme ich hier nicht her? Nee. Warte. Achso, doch. Krass. Jetzt muss ich mal den anderen Weg ausprobieren. Also, wenn hier schon so geile Sachen liegen, dann muss doch da hinten noch mehr sein. Hier ist einfach nichts. Wie behindert ist das denn? Ich renne hier 10-mal rum, damit ich die abhänge und dann gehe ich da rein, dann ist einfach nichts. Leck mich doch, Alter. Muaha.
Die Leiter hochklettern ist auch so hässlich, ja, Alter. Ja. Das hätten sie ruhig mal ein bisschen schöner machen können. Okay, auf dem Dach hier ist auch nichts. Aber hier ist auf jeden Fall nicht meine Axt, Alter. Wie hässlich. Ich hab eine Axt. Ich will mein Gewehr wieder haben. Ich bin immer am Prigorodki. Ich komme aber jetzt nach Tscherno. Ja, von mir aus kann ich dir mein Gewehr wieder geben, so. Also dein Gewehr, mein Gewehr, wie auch immer. Ja, hast du aber was zu fressen zufällig? Nein, ich hab nur was zu saufen. Ja, ich auch. Aber wir haben ja ein Jagdmesser. Ja, noch. Das heißt, wir gehen jetzt gleich querfett ein. Und jagen ein paar Tiere. Wollen wir uns auf dem Visota treffen, nördlich von Tscherno? Du mit deinen Bergen, lass uns doch erstmal noch eine Straße treffen. Ja, aber das sind doch gute Sachen. Ja, gut. Zu treffen. So ein Berg. Ich hab, aber wo, aber ich weiß gar nicht, wo ich bin gerade. Zur Küste verloren. Ich bin ein bisschen weit. Oh, da sind Zombies. Ich glaube, ich bin ein bisschen weit im Berg drin. Ich glaube, ich gehe jetzt erst wieder auf die Straße nach Tscherno. Mir läuft ja immer noch ein Zombie. Oh, mir laufen sogar zwei Zombies hinterher. Hier ist ein Huhn. Kann man das schlachten? Ja, schlachte das mal mit dem Messer. Also ich erschieß das. Und dann machst du ein Messer draus. Wir brauchen aber, glaube ich, die Axt hast du ja, ne? Ja, die Axt habe ich, ja. Dann können wir Feuerholz machen. Warum überlebt der scheiß Huhn? Willst du mich verarschen? Was ist das denn für ein Fall? Ah, man muss dahinter zielen. God Animal. Okay, mit dem Jagdmesser kann ich schon mal. Hier ist ein Wrack. Ein Autowrack. Okay. Ich habe das Hühnchen zerlegt. Erlegt und zerlegt. Okay, ich bin jetzt auf der Hauptstraße Richtung Tscherno. Ich habe es jetzt auch gleich geschafft. Komm mal raus. Richtung Tscherno, also nach Westen die Straße. So, wir hier ein schönes Plätzchen. Ich bin auf der Straße, ich chill hier, ja? Ja, warte, ich muss kurz. Ich habe zwei Soda-Cans, wir können uns jetzt ein schönes Mahl machen. Ja, hast du Feuer? Wo kriegen wir denn Feuerholz her? Ja, das wollen wir schon. Zur Not lese ich das noch nach in der DayZ-Wiki. Aber erstmal kommst du zu mir. Ich chill hier an den Autowracks. Ja, Moment, erstmal muss ich hier rausfinden. Waschmaschinen. Du musst einfach nur die Hauptstraße nach Westen nehmen. Ja, erstmal muss ich die Hauptstraße finden. Ich bin hier mitten in Tscherno. Die Hauptstraße ist ganz im Norden von Tscherno. Ja, das ist mir klar, aber ich muss hier erstmal den Norden finden, weil ich bin hier irgendwo drin und weiß nicht. Hinter den Schienen ist sie noch. Ja, ich glaube, ich habe sie gefunden. Ich gehe mal ein bisschen abseits, damit ich hier nicht irgendwie gleich von Zombies entdeckt werde. Und halt von da aus schau. Wäre geil, wenn wir schon Fernglas hätten. Also Norden ist, oh, jetzt bin ich schon wieder über V gekommen. Du hast doch sogar eine Norden. Map. Ah, ich hab doch sogar ein, ja, ich hab eine Map, aber da sieht man ja nicht, wo man ist, oder? Doch. Nee, das siehst du nicht. Deswegen. Du musst einfach. Dann sonst geh doch zur Küste. Okay, ich muss noch ewig weit latschen. Nee, ich hab die Hauptstraße, aber ich muss noch ewig weit latschen. Ja, wo bist du denn zwischen? Ich bin an der Tankstelle jetzt da. Siehst du das, ja, das die Tankstelle? Dass ich keine Map habe. Nee, aber du im Internet. Ja, warte mal gerade. Siehst du dieses Funksymbol? Warte. Kurz, ich zieh mal mein Windows-Fenster rein, damit ich das besser sehe. So. Also, ich bin ungefähr auf Höhe von der Bahn. Barren steht da. Halbwegs. Ja, da bin ich ja auch Barren. Da bin ich doch. Ja, dann geht die Straße, dann geht da, wenn du, ja, also je nachdem, wenn du. Hier ist ein Zombie mitten im Feld. Ja, du bist ja unterhalb des Berges Visota, dann geh einfach am Fuß des Berges. Warte, boah, hier sind auch nochmal viele Büchsen. Wir labern nicht. Oh, da kommt ein Zombie angekrochen, aber der sieht mich nicht. Geil. Okay, zwei Can, Frank and Beans. Ah, du bist im Bahn drin gewesen. Warte, Empty Tin Can. Okay, das war's erstmal. Das mal hinlegen hier. Ich bin direkt in der Nähe vom Bar. Boah, gibt's ja viel Scheiße. Okay, aber das meiste davon kann ich nicht gebrauchen. Aber hier ist auch nochmal viel, was man sich holen kann. Ich muss das kurz. Bist du im Bahn drin? Ich weiß nicht, was das Bahn ist. Bist du in diesem Haus drin, mit dem roten Dach und den Türen? Nein. Ich bin hier an der Tankstelle. Dann renn ich da jetzt rein.
Hast du Soda okay, Cans gefunden oder was? Ja. Nee, ah. Pfeil. Oh, oh, oh. Fuck. Was denn? Das ist ein Zombie, aber hier ist ein Pfeil. Ja, den lass Nein, ich komme aus der Tür nicht raus. Es gibt eine Armbrust. Okay, ich blute zum Glück nicht. Aber ich habe ultra Durst. Okay, ich will das langsam mal gerne wissen, wo du bist. Ich bin jetzt da. Rotes Dach. Ja, rotes Dach mit offenen Türen. Da bin ich gerade drin. Ich laufe gerade die Hauptstraße lang. Aber da ist nichts drin hier in diesem Haus. Da hinten liegt irgendwas, aber da ist auch ein Zombie. Steht da. Boah, so ein Schwein gehabt, was ich gerade nicht angefangen habe zu looten. Er hat mich zweimal geschlagen. Unlogisch. Zwei Stufen auf einmal genommen und bin tot. Nicht tot, aber hab Lebenssaft verloren. Rotes Dach, rote Türen. Nee, graue Türen. Direkt am Rand von Tscherno. Ich laufe jetzt gerade über diese Brücke. Über die Brücke schon? Nee, du bist zu weit. Dann laufe ich jetzt zurück. Ich muss nur hier durch das ganze Neubaugebiet hier durch damit. M1911 Magazine und Painkillers habe ich gefunden. Alles klar. Schon mal cool. Ich habe hier eine Herde Zombies hinter mir. Scheiße, schon wieder gestolpert. Boah, wie der auf mich zugerannt kommt. Nein, 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 hier ist ein Zaun. Scheiße, oh, da, da durch. Dann hier lang. Ich lauf jetzt ganz am Rand von, Stehst du da mitten auf einer Wiese? Nee. Nee, nicht mehr. Ich bin hinter dem Haus jetzt gerade. Ich sehe da kein Haus mit einem roten Dach, weißt du, was ich meine? Das ist gerade ein bisschen verwirrend. Das ist quasi das letzte Haus von Tscherno. Auf der linken Seite von der Hauptstraße. Wenn du auf die Map drauf guckst im Internet. Ja. Links oder rechts? Ja, wenn du auf die Map guckst, rechts. Ich meine aber, wenn du aus Tscherno rausgehst, links. Ja, aber okay, auf der Map rechts. Das heißt, ich muss. Guck mal, auf der Map rechts also doch vom Internet, da ist so ein gelber großer Punkt mit einem Punkt und zwei Halbkreisen drum. Da bin ich. Genau, das ist dieses. Ja, und da bin ich doch gerade. Da ist doch da die Brücke, oder nicht? Ja, und wenn du da. Was? Was für eine Brücke? Ach so, da ach ich ja, doch stimmt, lang. Dahin, ja, ja, von mir aus gesehen, dahinter, ja, ja, du musst über die Brücke. Oh, ich glaube, ja, zurück, sorry, weißt du. Ich dachte, du bist in schon in der Brücke, auf der Brücke. Oh, scheiße, ja, ich wundere mich hier, wo du bist, Alter. Ja, ich muss jetzt wieder zurücklaufen und die ganzen Zombies sind immer noch an meinem Arsch. Ja, aber wie gesagt, du kannst auch durch dieses Haus durchlaufen einmal, dann bleiben die am Eingang stehen, dann läufst du einmal durch, legst dich dann da ins Gras und gehst erstmal ein bisschen weg. Da ist ein Haus mit rotem Dach, ja. Da liegt so Heu vor, ne? Kann das sein? Ja, da sind so Heuballen vor, ja. Ja. Alles klar, dann meet you later, Alligator. Da springt schon wieder so ein Zombie durchs Feld. Okay, ich krieg langsam Durst, ich muss da was machen. Ja, ja, ich hab genug am Start eigentlich. Ich hab zwei Soda-Cans, du hast aber auch was, ne? Ja, ja, ich hab auch was. Ich sehe dich noch nicht bisher. Ich stehe quasi von dir aus gesehen hinterm Haus. Ich stehe gerade vorm Haus an dem Tor. Die hinterherlaufen, glaube ich. Hab ich gerade gesehen. Ja, geh einmal durch das Haus durch. Geh einmal ins Haus rein. Warte kurz da, bis sie alle am Eingang siehst. Und dann gehst du einmal raus. Also am anderen Eingang hinten wieder raus. Ich lauf jetzt in den Wald rein. Genau, und dann, ich bin quasi westlich von dir. Rechts von dir. Jetzt legst du dich dahin. Ja, siehst du mich dann? Hinlegen. Ja, ich sehe dich. Wo bist du? Ich bin quasi jetzt links von dir. Du guckst ja aufs Haus, ne? Ich gucke aufs Haus, ja. Bist du da im Feld? Ja, ja, ich hocke. Ich hocke. Ja, Survival Terracotta, ja. Alles komm mal klar. Zu mir gerobbt, aber. Und lass genug Abstand vom Haus. Ja, fett die Zombies bin ich auf jeden Fall los. Ja, das ist der geilste Trick überhaupt. Deshalb renne ich ja auch immer so viel rum, weißt du? Weil du rennst einfach in ein offenes, suchst ein offenes Gebäude, was möglichst durchgängig ist. Warte, ich trinke erstmal was hier. Nee, wir machen jetzt gleich ein schönes Mittagessen. Komm. Du hast das Fleisch ja ausgenommen, ne? Ja. Ich komm dir mal entgegen, wir gehen da auf den Berg. Hinter dir quasi links. Guck schon mal, ob du Holz hacken kannst. Robbst du da lang? Warum robbst du da lang? Ja, weil ich nicht weiß, wegen der Visibility. Oder eigentlich hast du recht. Holz hacken.
Ja, du hast das ja. Also hier kommt zumindest kein Symbol. Normalerweise kommt da immer so ein Symbol. Sonst gucken wir gleich mal kurz bei Days. Ja, ich guck mal kurz im Wiki nach. Das jetzt. Holzhacken. Achso, ja, ist ein englisches. Was heißt Holzhacken auf Englisch? Oder ich google einfach. Hedge. Daisy Holzhacken. Peter, wo bist du denn? Ah, da. Die Axt kann als Werkzeug und als Nahkampfwaffe benutzt werden. Mit der Axt kann der Holz. Du hast ja die Enfield gar nicht mehr. Benutzung. Die was? Die Enfield, die hast du gar nicht mitgenommen, mein. Ja. Welche Enfield? Doch klar, die habe ich auf dem Rücken, siehst du doch. Ah ja, stimmt. Die Axt im Rucksack zu. Es ist nicht möglich, die Axt im Rucksack. Klar, ich habe doch die Axt im Rucksack. Ach so, okay. Das heißt, ich muss mich hier von dem Baum stellen, dann ins Menü gehen. Rechtsklick auf die Axt. Harvest Wood. You do not have enough room in your. Ah. Was muss ich denn. Ja, hast du noch ein bisschen Platz bei dir? Du sollst mir doch jetzt meine Sachen noch geben. Drop mal die Enfield und die Magazine. Ich guck mal, ob ich dir noch irgendwas geben kann. Du hast doch das Toolkit, ne? Ja. Ja, dann gebe ich dir jetzt gleich mal Nägel. Die kann man bestimmt gebrauchen. Ja, aber nee, nimm nur noch das Toolkit. Du hast ja bei dir unten fast gar nichts drin, oder? Nö, das stimmt. Bei mir ist unten schon wieder fast alles voll. Dann nimm nur das Toolkit. Dann Lee Enfield Magazine kriegst du von mir zwei Stück. Die liegen jetzt draußen, ja, jetzt ne? Ja, musst du erstmal weggehen, weil ich kann das. Ah doch, jetzt kann ich es looten. Brauchst du einen Painkiller? Ich habe zwei Stück. Auch zwei. Alles klar, ich habe drei Medipacks. Also ich habe zwei Soda-Cans, also vier Enfield-Magazine, eine Toolbox. Und noch ein M1911 Magazin. Was hast denn du für eine Handfeuerwaffe? Dann die Magnum, ne? Ich habe die Magnum, ja. Okay, ich habe noch ein MP5 Magazin irgendwie hier auf dem Weg gefunden. Hast du Feuerholz gemacht? Nee, ich habe ja keinen Platz gehabt. Also trinken hast du selber? Ja. Dann gönn ich mir jetzt schon mal eine Soda Can und du machst jetzt erstmal Feuer. Und das liebe ich an diesem Spiel. Weißt du, wenn man sich getroffen hat, da kann man auch erstmal gechillt. Schön was zu essen machen. Das ist so cool, ist Alter. Pile of Wood has been successfully, ja, bla bla bla. So, jetzt muss ich ins Inventory. Rechtsklick da drauf. Aber ich kann mit dem Holz nichts anfangen. Brauchen wir ein Feuerzeug vielleicht für so einen Scheiß? Ach ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Warte, Feuer. Ich suche jetzt einfach mal nach Feuer. Welcome, Survival. Survival Tactics, Weapons, Loot, Characters. Tipps und Tricks about Daisy. Daisy. Feuer. Feuerstelle. Eine Feuerstelle kann mit Streichhölzern erstellt werden. Um eine Feuerstelle zu erstellen, muss man ein flaches Gebiet gefunden werden. Wenn eine flache Stelle gefunden wurde, die gegenüber eine geeignet für ein Feuer ist, öffnen das Inventar und rechtsklick auf die Streichhölzer, um die Feuerstelle zu erstellen. Meinst du in der Feuerwehr? Du brauchst Holz. Wo nennt man denn Feuer? Feuerwehr, ja, eben nicht. Denn, wie nennt man denn nochmal Streichhölzer auf Englisch? Ich übersetze mal kurz. Ja, mach du das. Streichhölzer nennt sich in Englischen Matches, genau. Box of Matches. Ah. Hier, wo findet man die denn noch am besten? Ich kann wieder cook me, then recover temperature functions great with a hunting knife. Scheiße, dass wir keine Streichhölzer haben, Alter. Da müssen wir wohl doch noch ein bisschen. Aber ich muss erstmal was trinken hier, ich bin am Verdursten. So, kann ich das Zeug so essen? Eat food. Ah, ich kann auch so essen. Ja, dann muss ich erstmal was essen. Willst du auch ich was essen? Ich hab kein Food. Du? Hast du Food? Ja, ja, ich hab's mir. Ja, ja. Krass, hast du gefunden. Das ist ja nice. Ja, ich hab ja voll viel gefunden. Als nächstes gehen wir auf jeden Fall nach Tscherno, oder? Ja, war ich ja gerade. Da hab ich ja schon voll viel. Hier.
Das ist was Schönes. Warte. Wie viele Bandagen hast du? Sind beide leer bei mir. Nee, eine ist voll. Eine ist voll. Was hast du so? Hä? Ah doch, hier habe ich es. Was denn? Ich hab's. Alles klar. Okay, ab nach Tscherno, oder? Ich hab noch eins zu trinken. Was habe ich hier noch? Ich auch. Nägel habe ich hier. Ah ne, ich habe nichts mehr zu trinken. Ich habe noch eins. Also, warte, hier liegt noch irgendwas. Ja, die leere Dose. Ist sie leer? Ah, ja, ja, das ist meine und deine. Ne, da lagen drei Sachen. Hä? Pass auf, wir gehen aber hier erstmal durchs Gebirge. Und kundschaften erstmal aus, wo wir am besten hingehen. Also ich würde sagen, als allererstes versuchen wir mal ins Krankenhaus zu gehen oder in die Zelte da und uns mal ein paar Bloodpacks und sowas zu holen. Okay? Ja. Weil das brauchen wir. Habe ich schon mal gesagt, dass du in-game total scheiße aussiehst. Ich? Ja. Definitiv, ja. Ich finde mich eigentlich ziemlich cool mit der Sonnenbrille. Definitiv, ja. Wo ist denn das Krankenhaus, Alter? Also du siehst doch diese Herzchen auf der Map. Da müssen wir hin. Ah, ich habe die Map gerade nicht an. Warte, ich muss kurz umschalten. Wir müssen erstmal noch ein ganzes Stück laufen. Ach so, ja. Alles klar. Wo bist du? Rechts von dir. Da oben. So, warte, ich chill mich hier gerade mal hin. Hä, hey, nein, so viel müssen wir gar nicht laufen. Ja, ich will aber jetzt gerade mal gucken. Ich will mich nämlich jetzt hier hinchillen und mal gucken, was hier Sache ist. Dann brauche ich jetzt ein Magazin auf deiner Waffe. Ein Visier. Hab ich. Hast du ein Visier? Nee, du hast noch eine Kimmel und Korn. Ja, ja, aber das reicht zum Gucken. Ja, aber ich meine. Also warte mal, wir sind jetzt auf Höhe der Brücke, ne? Ja, das heißt, wir müssen eigentlich jetzt links von der Brücke noch gehen. Wir müssen quasi dazwischen. Weißt du, auf der Map siehst du das. Wir müssen quasi auf Höhe der Bahngleise kommen. Unbemerkt. Okay, komm, wir gehen jetzt nochmal hier links lang. Hier ist die Brücke. Ja, vielleicht können wir auch, vielleicht schaffen wir es auch unter der Brücke herzugehen. Ja, an der Tankstelle müssen wir abbiegen. Nach der Tankstelle, die erste Straße, müssen wir abbiegen nach rechts rein. Ja, wir müssen jetzt erstmal unter die Brücke kommen. Nach links, wieso unter die Brücke? Ja, weil wir da nicht entdeckt werden. Guck mal, du siehst doch die Brücke auf der Map, ne? Ja, aber das sind doch keine Zombies. Hä? Geh mal, wir können einfach die Hauptstraße entlang laufen. Viel zu offen. Drück mal X. Ja, aber guck mal, wie, ganz ehrlich, hier ist kein Arsch. Ja, aber ich will's auch nicht übertreiben. Wir können jetzt einfach über die Brücke drüber latschen, die Hauptstraße entlang. Und dann einfach die erste Straße links abbiegen nach der Tankstelle, was ich meine. Ich bin für unter der Brücke, da sieht uns keiner. Du musst ja überlegen. Wir müssen uns ja quasi so verhalten, wie wenn wir wirklich eine Zombie-Apokalypse hätten. Aber hier ist Wasser, Alter. Ja, da gehen wir jetzt einfach durch. Boah, das ist bei mir gerade einfach so ein Ultra-Grafik-Bug, ja, das ist einfach so eine weiße Fläche. So, jetzt. Und Bahngleise an rechts. Der Brücke noch vorbei und dann rechts. Wieso denn an der noch vorbei? Ja, weil das die Eisenbahnbrücke ist. Ja, aber wir müssen über die Bahngleise drüber und dann den Bahngleisen entlang. Das ist quasi, wenn wir jetzt dann weiter an den Bahngleisen gehen, links von den Bahngleisen. Also müssen wir hier auf jeden Fall auch noch drunter. Runter durch. Weißt du nicht, ob man da gebückt durchkommt? Ja, sieht so aus. Ja, bei mir ja, jetzt sieht das Wasser wieder vernünftig aus. So,